Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Frau Ort. Ich möchte euch eure neue Mitschülerin vorstellen. Das hier ist Nelly Spieker. Wohnst du hier? Auf dem Grieserberhof. Ah. Und du? Bei den Hansens. Der Tierarzt. Herr Grieserber hat gesagt, der wäre total hochnäsig. Finde ich nicht, ist mein Onkel. Na, dann wirst du es wohl wissen. Elli, Elli nicht! Ganz ruhig, Vogelspinnen sind bekannt für ihre Gutmütigkeit. Das passt ja zu Ben. Vielleicht möchte er sie behalten. Was willst denn du schon wieder hier, hä? Rapunzel! Komm, lass die Katze nicht! Wer ist das? Ein sehr lästiges kleines Mädchen. Ach. Hören wir uns doch an, was sie zu sagen hat. Hm? Ah. Oh mein Gott. Jetzt hätte ich gerne Katzenaugen. Ich auch. Halt, da sind Kinder! Vorsicht, Job nicht schießen! Das ist ihr Zuhause! Sie gehört hierher! Und sie hat Junge! Du weißt aber schon, dass das verrückt ist. Auf Fuchsbabys zu schießen, das ist verrückt! Das ist ein tolles Land. Das wird dir gefallen. Aber das ist doch mitten in der Wüste. Genau. Da ist es immer warm. Ich mag Jahreszeiten, Mama. Ich mag meine Freunde. Nelly, das ist eine Riesenchance. Du wirst auf eine internationale Schule gehen. Und ich trage den ganzen Tag einen Schleier, oder was? Erstmal mit Brei. Das abnehmen. Aufziehen. Nimm ihn in die Hand. Und schon an dich gewöhnt. Es war nicht so schwer. Was wird das hier? Mama, ich kann nicht mit nach Dubai. Ich muss Robin großziehen. Er stirbt sonst. Er hat niemanden. Frag Onkel Philipp. Ich kann nicht so viel, dass du hier keinen vernünftigen Job findest. Kannst du nicht, nein. Dann geh doch alleine. Ich will hier nicht weg. Alles zusammen gemeistert, meine Kleine. Ich bin eben nicht mehr klein. Nelly? Mhm. Hast du dir schon eine Rolle ausgesucht? Sie wäre ein super Zwerg. Ich weiß nicht. Für Schneewittchen bin ich wohl zu blond. Versuch's doch trotzdem mal. Blondes Schneewittchen. Alles okay? Oh, dein Ritternaht, Nelly. Schon stimmt, was die Leute sagen. Ist natürlich peinlich für einen Tierarzt, dass er seinen Hund nicht im Griff hat. Mach dir jetzt nichts draus. Ja, genau, mach dir nichts draus. Worum geht's eigentlich? Das weiß ich nicht. Ich werde es herausfinden. Das schwöre ich. Sag mal, Nelly Schatz, hast du einen älteren Verehrer oder so? Ich. Spinnst du? Da draußen sitzt er und wartet auf dich. Jobst. Hi. Woher wissen Sie, wer ich bin? Ich dachte, du hast schon mal von mir gehört. Nein. Ich bin ein Vater. Salam alaikum, ich grüße euch. Ich hab dir versprochen, dass wir was Tolles machen. Genug Tier? Wie wär's, wenn du mir ein bisschen eure Gegend zeigst? Ich hoffe, es ist okay für dich, Philipp. Ich habe einen fähigen Kamelexperten dabei. Es passiert nichts. Versprochen. Ich komme. Du
kennst sie doch ganz gut. Worüber würde sich Nelly denn am allermeisten auf der Welt freuen? Hm? Über ein Pferd. Ein Pferd? Okay. Papa, wo ist dein Auto? Habe ich eingetauscht gegen das hier. War ein Witz. Steht unten im Dorf, hol ich später. Und? Wie gefällt's dir? Freust du dich? Soll das ein Witz sein? Ist das für mich? Ja. Du hast mich auf dem Kamel gesehen. Ich reite nur, wenn es nicht anders geht. Aber ich kann doch gar nicht reiten. Verdammtes Glück gehabt. Mama? Nelly! Mama! Oh. Susanne. Doch gesagt, wir schaffen das alleine. Ja, ihr seid jetzt aber nicht mehr alleine. Habt ihr miteinander geredet? Ja, wurde ja auch mal Zeit. Sag ich doch. Thank you.